Schönen guten Tag miteinander. Mein Name ist Christian Lotz von den Energiereportern und mein Thema heute ist die Energiegewinnung in Kanada. Energie, das ist ein super, super wichtiger Sektor für die Kanadier, da knapp 550.000 Jobs dranhängen und es somit der größte Arbeitgeber Kanadas ist. In diesem Video werde ich mich auf die vier größten Energiegewinner fokussieren. Dazu gehören leider nicht die Windkraft mit 4% und die Biogasanlagen. Dennoch sind diese Zahlen stetig steigend und man wird in Zukunft davon ausgehen, dass die Windkraft zumindest eine signifikante Rolle in der Energiegewinnung in Kanada spielen wird. Also gehen wir gleich mal zur ersten Energiegewinnungsmöglichkeit in Kanada. Unschwer zu erkennen, was die nächste Energieförderung ist. Und zwar die Energiegewinnung aus Erdgas und Erdöl. Ich stehe hier vor einer Tankstelle. Der Preis ist, wie man vielleicht erkennen kann, gerade 1,16,9 Dollar pro Liter, was ungefähr 80 Cent entspricht. Eine weitaus wichtigere Größe allerdings ist, dass Kanada der viertgrößte Ölexporteur der Welt ist und mit seinen Ölvorkommen, die zu 96% in Ölsand sind, einer der drittgrößten Reserveländer ist, nach der Venezuela und Saudi-Arabien. Auch ein interessanter Fakt zur Energie und zum Ölverbrauch ist, dass Kanada ca. 100 Millionen Tonnen im Jahr Öl verbraucht. Deutschland mit mehr als doppelt so vielen Einwohnern verbraucht allerdings nur 113 Millionen Tonnen. Somit ist auch der Energieverbrauch, auch wenn es nur 9% sind, relativ erheblich. Jetzt kommen wir zur nächsten Energiequelle. Kanada ist nach den USA und Australien der drittgrößte Exporteur metallurgischer Kohle. Und somit ist die Kohleindustrie fest in der kanadischen Wirtschaft verankert. Somit wundert es auch nicht, dass ca. 9% der Energiegewinnung durch die Kohleverbrennung erzeugt wird. Dies soll aber bis 2030 komplett gestrichen werden. Jetzt geht es weiter zur ersten treibhausgasfreien Energiegewinnung. Und zwar mit 15% gilt die Kernkraft als zweitgrößter Energieerzeuger in Kanada. Auch beachtlich ist, dass Kanada ebenso der zweitgrößte Exporteur an Uranium auf der Welt ist. Dass Kanada die Atomenergie zurückfahren will, scheint in naher Zukunft nicht zu passieren, da erst vor kurzem eine neue Technologie entwickelt worden ist und damit mittlerweile 19 Kraftwerke wieder in Planung sind für den Neubau. Soweit sieht das ja gar nicht so grün und klimafreundlich mit der Energieerzeugung in Kanada aus. Und das ist wahrscheinlich auch nicht das, was viele von euch gedacht hatten, wenn es um Energie in Kanada geht. Deswegen ist es umso wichtiger, diese Zahlen auch im Hinterkopf zu behalten. Allerdings fehlt jetzt auch noch der größte Energieerzeuger. Mit knapp 60% ist das die Wasserkraft hinter uns. Da dieses Thema sehr wichtig ist, habe ich dazu noch einen gesonderten Videobeitrag gedreht. Ich hoffe allerdings mit diesem Beitrag, euch einen guten Überblick über die Energiegewinnung in Kanada gegeben zu haben. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Christian.